Heinz, Schweiz und Schweden, das kann nicht jeder auseinanderhalten. Du bist Schweizer, lebst aber seit 30 Jahren in Schweden. Kannst du es tun? Definitiv, überhaupt keine Frage. Wollen wir es testen? Können wir machen. Ja, das Matterhorn. Schweiz. Schweiz. Richtig. Das Symbol für die Schweiz überhaupt. Das ist, schätzungsweise ist das Stockholm, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt ist es gegangen. Richtig. Jetzt komme ich langsam in den Rhythmus rein. Das ist nicht ganz so einfach. Es sieht schon stark nach Schweiz aus, aber ich wüsste nicht, wo es ist. Es gibt natürlich in Nordschweden gibt es natürlich auch ein paar Berge, oder? Aber ich sage jetzt trotzdem Schweiz. Was auch immer. Siehst du jetzt, es ist nicht so einfach, selbst für dich. Es ist nämlich schwedisches Gebirge. Ja, kann ich nicht denken. Ja, es ist, aber es. Ja. Nicht einfach, nicht einfach. Das ist Schweden, würde ich behaupten. Wir haben ein paar Einwohner mehr, wir haben noch keine 10 Millionen in der Schweiz, oder? Absolut richtig. Die Schweiz hat 8,37. Ja, also, das ist jetzt. Das ist. Wow! Ich am Fußballstadion. Das ist in der Schweiz, würde ich jetzt auch sagen, oder? Kennst du auch die Stadt? Nein. Genf. Aber es ist richtig. Okay. Also, das nächste. Das ist Zürich. Oder? Ist das nicht bei uns das Opernhaus? Das ist das Opernhaus von Zürich, das musst du natürlich wissen als Zürcher, oder? Ja, das sollte man eigentlich schon, aber egal, musst du aufpassen. Pyeongchang. Ah, es geht um die Girling. Genau. Moment, schnell. Wer hat Gold gewonnen beim Frauen-Girling-Wettbewerb in Pyeongchang? Das Gott ist schlimm, dass ich es nicht weiss. Das ist wirklich ganz schlimm. Aber wenn man schon fragt, ja, Schweiz. Sind Schwedinnen gewesen? Schweiz ist siebter geworden. Eieieiei, habe ich da unsere Schweizerinnen überschätzt? Gibt es ja gar nicht. Ja, geil, so schöne, wunderschöne Seen und nachher das, das ist natürlich schon noch schwierig, also wirklich. Ich würde sagen Schweden. Richtig, Östergötland, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, das ist nicht schlecht. So, das letzte noch. Wow. Schön ist es, oder? Sensationell. Das ist jetzt wirklich, hä? Der Wahnsinn. Ja, ich würde sagen Schweden. Das gibt es ja gar nicht, hätte ich müssen wissen. Hä? Silsensee. Ja, Weltklasse, Ja, wie habe ich abgeschnitten? Also, was können wir schlussendlich sagen? Kannst du Schweiz und Schweden auseinanderhalten? Ja, also, wenn es um Menschen geht, kann ich es besser auseinanderhalten. Weil es ist eine ganz andere Mentalität. Bilder ist viel schwieriger. Also, Mentalität ist einfach so, der Schweizer ist noch ein bisschen mehr organisiert als der Schwede. Wir haben vor allem viel mehr Disziplin am Samstagabend.